Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Lohnt sich Social Media überhaupt noch? Dieses Thema werden wir heute besprechen, weil das eine der Fragen ist, die ich wirklich am häufigsten gestellt bekomme. Das liegt mitunter sicherlich auch daran, dass sehr viele von euch mitbekommen haben, dass immer mehr, wenn wir jetzt im Finanzbereich sind, Finfluencer ihre Arbeit einstellen, den Account nicht mehr weiterführen, posten, dass sie aufhören oder was auch immer. Warum ist das so, wenn Social Media immer noch so gut funktioniert oder sich noch lohnt? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Meiner Meinung nach ist Social Media immer noch das Krasseste, was es gibt. Und meiner Meinung nach ist Social Media immer noch relativ am Anfang. Also, meiner Meinung nach lohnt sich Social Media definitiv am allermeisten. Ihr merkt das ja auch an den ganzen größeren Unternehmen. Ja, es nutzt ja jeder Social Media oder die allermeisten nutzen Social Media. Gerade auch selbst TikTok-Accounts, ja, Pro7, Funny Frisch, die Deutsche Bahn, überlegt euch mal, die haben alle TikTok-Accounts, mit denen die da lustige Kommentare schreiben und lustige Videos posten. Ja, das wäre vor ein paar Jahren noch absolut undenkbar gewesen, ja. Gerade seriöse Unternehmen wie die Deutsche Bahn, ja, oder auch Pro7 oder auch Funny Frisch, ja, das sind seriöse Unternehmen. Es wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, dass die so in Social Media auftreten. Aber auch die haben erkannt, wie wichtig Social Media ist. Wenn ich alleine mich betrachte, ich habe im letzten Jahr circa 1 Million Euro verdient mit Social Media als einzelne Person. Ja? Das heißt, ich habe das alles wirklich komplett alleine gemacht. Wenn ich jetzt noch ein Team um mich rum hätte, wie das beispielsweise andere noch größere Finfluencer haben, ja, dann könnte ich viel, viel mehr Geld verdienen. Aber das, was ich alleine geschafft habe, das ist schon extrem krass. Und das wäre ohne Social Media niemals möglich gewesen. Warum scheitern aber jetzt andere und geben auf? Das ist auch ganz einfach zu beantworten. Das liegt einfach daran, weil sie immer nur den Content von anderen kopieren. Ja, das kann man machen, aber man wird damit niemals erfolgreich. Wenn wir jetzt beispielsweise in der Finanzbranche bleiben, auch dann ist Social Media immer noch extrem wichtig. Kurzer Switch zu Affiliate Marketing. Das funktioniert in diesem Fall nicht mehr so gut. Ja, das ist auch mitunter ein Grund, warum die Leute aufhören, weil es lohnt sich einfach nicht mehr. Die meisten haben angefangen des Geldes wegen und wenn dann zu wenig reinkommt, so ein Finfluencer-Account auf Instagram, das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob und wenn dann nicht genügend Geld reinkommt, dann muss man sich halt schon überlegen, ob man nicht was anderes macht. Deswegen Ehrlichkeit, Authentizität und immer wieder neue Formate überlegen, ja. We love to entertain you, den Spruch kennt ihr auch von Pro7 und darum geht es halt auch, ja. Dass man halt den Abonnenten unterhält, mal lustig, aber auch wichtige Informationen, neue Formate, ja, und das haben die Leute, die aufgehört haben, alle nicht gehabt. Die eine hatte ein Hochpreis-Coaching, ja, war auch immer so ein bisschen unseriös unterwegs. Der andere wollte die Extrameile kopieren. Ja, also die Leute schnappen irgendwas auf, versuchen das zu kopieren, dann klappt das nicht, dann wird das nochmal gemacht und nochmal gemacht und irgendwann kommt dann der Messerstich und dann gibt man einfach auf. Ja? Das ist so ähnlich wie wenn ich Hotels suche. Ich suche dann, suche tagelang und irgendwann habe ich dann keine Lust mehr, dann fahre ich nicht in Urlaub. Ja, also Vergleich passt jetzt nicht ganz zusammen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber Social Media und Reichweite bzw. Richweite, das von mir erfundene Wort, ja, Richweite, das ist einfach so krass. Ja? Und alles andere, also zu glauben, dass Social Media nicht wirklich krass ist oder das Krasseste ist, was wir heutzutage
kostenlos zur Verfügung stehen haben, der hat den Schuss nicht gehört. Ja? Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Egal wo ich bin, wirklich egal wo, ich bin jetzt seit 1,5 Monaten in Thailand, aber auch egal woanders. Ja? Man sieht überall, oder ich sehe überall Sachen, wo es mit Social Media definitiv besser laufen würde. Beispielsweise ist auch immer wieder das Restaurant. Ich gehe hier an den ganzen Restaurants vorbei und überall stehen die Leute und versuchen, dich in das Restaurant reinzuziehen. Ja? Ist doch der komplette falsche Ansatz. Viel einfacher wäre es doch, du hast einen krassen Social Media Account und die Leute kommen zu dir, weil sie was von dir wollen. Ja? Du willst nichts von denen, ich will was von dir. Ich will in dein Restaurant kommen, weil dein Social Media Account so krass ist, dass ich jetzt unbedingt da essen gehen möchte. Ja, und dieser Hype, diese Erzeugung über Social Media, wo kannst du das sonst noch machen? Offline, wenn jemand vor der Türe steht, ja, du musst die Leute bezahlen, die Mitarbeiter bezahlen. Okay, das ist jetzt in Thailand wahrscheinlich sehr günstig, aber Social Media ist halt kostenlos und mit relativ wenig Arbeit verbunden. In so einem Fall. Ja, deswegen habe ich auch mal gesagt, macht eine Social Media Agentur oder sowas, ja, und versucht erstmal damit Geld zu verdienen, ist eine super, super Möglichkeit, weil es extrem viele Menschen gibt, wo dieses Thema noch gar nicht so angekommen ist, ja. Oder überleg mal, es gibt diese eine Metzgerei, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber jeder von euch hat den wahrscheinlich schon mal gesehen, diesen Typen, ganz in weiß gekleidet, ja, der immer, ich habe das im Kopf, aber ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt, der da immer seine Leberkässemmeln live aus dem Metzgerraum zeigt, wie er das macht und sowas. Und die Leute kommen aus ganz Deutschland und fahren dahin. Oder diesen Buller Barbecue, hatte ich letztens im Webinar schon mal von erzählt. Der hat jetzt, damals hatte er 66.000 Abos innerhalb von 6 Monaten aufgebaut. Ja, der macht Barbecue, ich weiß gerade nicht ganz genau, ich glaube immer am Wochenende in La, im Schwarzwald. Die Leute rasten aus, weil er spielt dieses Social Media Game in einer Perfektion durch, die ich selber noch nicht so oft gesehen habe. Das heißt, er muss keine Werbung schalten, die Leute rennen ihm so die Bude ein. Oder ein anderes Restaurant, mit ihm habe ich mich auch noch unterhalten und er macht auch, also ich kenne den Besitzer, ich habe den hier kennengelernt und er macht auch Social Media und ich habe ihn gefragt, wie ist die Auslastung von dem Restaurant? Er sagt 100%. Er könnte größer werden, ja, er könnte sich vergrößern. Vor Social Media war die Auslastung bei 45-50%. Und auch da kommen die Leute aus ganz Deutschland. Ja, deswegen, es ist verrückt, wenn man denkt, dass sich Social Media nicht mehr lohnt, nur weil ein paar Leute aufhören, die aber halt wirklich sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Ja, Social Media ist das, was mir neben Trading am allermeisten Spaß macht. Der Kontakt mit den Abonnenten, der Aufbau von Reichweite, ja, und das ist auch, es ist auch gar nicht so schwierig. Ja, es ist wirklich gar nicht so schwierig. Aber glaubt es mir, ich hatte es gestern schon in der Instagram-Story gesagt, es wird jetzt demnächst etwas super, super Krasses kommen. Ich freue mich richtig darauf. Und weil einer meinte, sicherlich ein kostenpflichtiges Coaching. Ihr kennt mich, wenn ich sage, es kommt was super Krasses, dann kommt was super Krasses, ja. Wartet einfach ab und ich kann euch nur sagen, es hat nichts mit Kosten zu tun, ja. Also ihr müsst kein Geld bezahlen. Klar, es gibt auch die Extrameile und so, die kostet Geld, das ist nochmal was anderes, aber ich habe auch immer gesagt, dass ich euch helfen werde mit meinem Content, dass ihr selber reich werdet, wenn ihr es auch umsetzt, ja. Noch eine lustige Sache zu diesem Umsetzen, weil alle immer sagen, sie machen so viel oder sie tun so viel. Gestern beim Muay Thai Training habe ich mich mit einem Russen unterhalten und ich habe ihn gefragt, wo er heute Morgen war und wo er gestern war. Und da meinte er, er kommt nur 3-4 Mal in der Woche, weil er Long-Term da ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lang ist denn Long-Term? Und da meint er 30 Tage. Und da habe ich gesagt, ach so, okay. Ich bleibe 35 Tage und ich gehe jeden Tag, morgens und abends, 2-mal am Tag. Und das ist einfach der Unterschied.
Und das ist auch der Unterschied, glaubt es mir, der bei Social Media der Game Changer ist. Ja? Ich habe gestern wieder einen aus der Extrameile angeschrieben. Ich hoffe, du fühlst dich gerade angesprochen. Er will auch mit Social Media durchstarten und ich beobachte die meisten Leute aus der Extrameile und gucke, was die machen. Er hat schon wieder seit 18 Tagen keinen Beitrag oder kein Reel gepostet. Und ich sage euch direkt, so kann das nichts werden. Ja? So kann das definitiv nichts werden. Deswegen, wenn ihr Reichweite auf Social Media aufbauen wollt, wird demnächst was ganz, ganz Krasses kommen. Aber schreibt dieses Thema auf gar keinen Fall ab, weil das wird noch sehr, sehr viel größer werden. Und es ist wichtig, dass ihr das umsetzt, was ich euch sage, weil ansonsten gehört ihr zu den Leuten, die dann irgendwann aufgeben und sagen, ah, Social Media lohnt sich doch nicht mehr so sehr. Ne? Deswegen, wie gesagt, Gas geben und damit meine ich jeden Tag Gas geben. Ne? Das ist auch ein Punkt, der oft besprochen wird. Bei mir gibt es kein, oh, mir geht es heute nicht so gut, oh, ich habe keine Idee, ich bin heute krank. Ja, ich poste mal eine Woche nichts, ich mache mal eine Woche Urlaub. Das geht auf Social Media selbstverständlich nicht. Das seht ihr auch bei mir, ich poste jeden Tag, manchmal sogar zweimal. Und ich habe zwei Accounts. Ja? Das heißt, ich muss mir für jeden Tag immer wieder neue Ideen überlegen. Die können nicht alle gut sein. Manche Sachen sind für die Abonnenten, manche Sachen sind für den Algorithmus. Aber wichtig ist halt, dass man trotzdem jeden Tag am Ball bleibt. Und wenn ihr das macht und ihr habt eine gute Idee, dann könnt ihr verdammt reich werden mit Social Media. Ja, und ich meine wirklich richtig reich. Ihr wisst, wo ich stand vor ein paar Jahren, vor 5-6 Jahren. Ihr wisst, wo ich jetzt stehe. Und das Gleiche kann jeder nachmachen. Mit nachmachen meine ich nicht die Sachen, die ich mache, kopieren, weil das wird definitiv nicht funktionieren. Aber wenn ihr das gleiche Pensum an den Tag legt, und das geht halt auch definitiv nebenberuflich, weil ich habe das nebenberuflich gemacht, dann könnt auch ihr reich werden mit Social Media. Also, wenn euch irgendjemand fragt, lohnt sich Social Media? Ja, es lohnt sich definitiv noch. Und man muss auch nicht damit aufhören. Außer wenn man es halt halbherzig macht. Ja? Ihr müsst, egal was ihr macht, immer Vollgas geben. Ja? Egal was ihr macht. Glaubt es mir, ich liebe mein Leben absolut. Ich bin so glücklich. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, seit 1,5 Monaten in Thailand. Ich bleibe noch einen halben Monat oder 3 Wochen, ich weiß es nicht. Und ich lebe einfach in meinen Augen für mich das beste Leben. Und das Ganze ist nur möglich wegen diesem Hustle, den ich jeden Tag mache und wegen Social Media. Also meine Freunde, ich glaube, wir beenden jetzt das Thema. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das Video auch geholfen hat. Und vertraut mir, es wird jetzt bald was sehr, sehr Krasses kommen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Und wie gesagt, es ist kostenlos, ja? Ihr braucht kein Geld zu bezahlen. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen im Meer schwimmen gehen und mir eine Kokosnuss trinken. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, viel Spaß, zieht durch und bis zum nächsten Mal.